So, hier können wir jetzt Energiezufuhr wiederherstellen. Da können wir nämlich jetzt hier, ja, die Ventilatoren, also diese schnitzelnden etwas aktivieren. Ob das so schlau ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weil wir müssen da jetzt wieder durch, ne? Hehe. Ja, und jetzt kann man sich natürlich auch denken, warum hier Körperteile existieren. Und, ja, gut, dass wir Stase besitzen. Weil sonst würden wir nämlich hier nie durchkommen. Auf jeden Fall nicht lebendig. Uah. Die können wir eigentlich auch überspringen, ganz ernsthaft. Wir müssen halt nur drauf aufpassen, dass wir nicht auf einmal in so einen Ventilator reinspringen. Ja, die können wir eigentlich getrost überspringen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf achten. So, war ganz lustig. Oh, die Kiste, den Schrank, die... Oh, großes Medipack. Sehr geil. Ja, jetzt haben wir da so ein großes Etwas. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, lustig. Geil. Machen wir denn mit dem? Am besten erstmal das. Na, weiter, 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 weiter. Halt. Ja, genau. Das hat sich erledigt und wie man schon sieht, unten rechts ein bisschen, unten rechts Mitte, wir erhalten einen Energieknoten, was ja ganz praktisch ist und ganz wertvoll eigentlich auch. Ja, was heißt wertvoll? Wir können sie ja nicht verkaufen, leider. Boah, jedes Mal 10.000 dafür kriegen, das wäre natürlich auch geil. Ja, Stasepack können wir eigentlich mal verwenden. Ja. Dann gehe ich doch nochmal zum Shop. Wir haben jetzt, wir können jetzt den Marker auch weiterschieben, weil die ja, Brücken jetzt wieder funktionieren. Wir haben ja den Strom sozusagen eingeschaltet und die Ventilatoren, die man auch ein bisschen im Hintergrund noch hört. Ja, so, 4 Energieknoten, 162.000 wieder. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. So. Ja, dann wieder das gleiche Spiel. Einfach durchschieben. Ich hoffe, wir sind gleich da. So. Und da haben wir wieder das große Tor. Ich gucke jetzt aber nochmal, ob wir wirklich jetzt alles mitgenommen haben. Oh, den befreie ich mal wieder. Von seinem Leiden. Da kommen wir wieder zurück. Ja, ich denke, ich habe alles mitgenommen. Der Raum ist so groß. Da müsste doch echt noch irgendwas sein. Ich, wie gesagt, ich habe mich auch noch nie wirklich umgeschaut. Vielleicht liegt ja doch irgendwo was rum. So ein Energieknoten oder sowas. Wäre natürlich cool. Aber ich denke nicht. Also ich weiß es nicht, aber ne, ich vermute es jetzt mal, dass hier wirklich nichts ist. Naja. Wenn doch, dann ja, habe ich irgendwas verpasst. So, jetzt kann man es auch nicht mehr rückgängig machen. Könnt jetzt höchstens noch irgendwas hier mitnehmen. Ja, man sieht es leider nicht mehr. So, wo kommen wir jetzt hin? Ein weiterer Gangflur. Ja, weiter hoch. Jetzt kann ich den da nicht durchschieben. Oh, jetzt habe ich die Kiste hier anvisiert.
wollte ich eigentlich gar nicht. So, weiter, weiter, weiter. Gibt's hier Monster? Höchstwahrscheinlich. Okay. Da war was Großes. Also es hat sich auf jeden Fall wie groß angehört. Der liebe Herr Doktor, der erschossen wurde von Kendra, der hat uns ja mal so ein kleines Video gezeigt. Und ja, ich denke mal, dieser Schreiber gleich. Warum kriegen wir eigentlich so viele Energieknoten? Ist das da hinten eigentlich ein Mülleimer? Soll das Mülleimer darstellen? Sieht ein bisschen aus wie ein Mülleimer. Ja, Recycling. Ist ein Mülleimer. Na, komm her. Lieber Marker. Ein bisschen schneller. So. Ich würde auch gerne mal diese Kolonie sehen, weil eine Kolonie ist ja normalerweise, ja, so eine kleine Stadt oder wie auch immer, würde ich auch zu gerne mal gesehen haben. Aber die kriegt man leider nie zu sehen. Wäre auch mal ganz lustig, habe ich, meine ich, schon erwähnt, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass ich die Ishimura gerne mal, ach doch, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich die Ishimura gerne mal aufgebaut haben hätten gern, also dass die Ishimura nicht angegriffen worden wäre und dass man da einfach so durchlaufen kann, also wirklich durchlaufen, nicht irgendwelche Monster bekämpfen, sondern wirklich ganz normal durch die Ishimura läuft und ja, man geht in die Bar und holt sich dann einen Drink oder man geht schlafen oder so, einfach mal durchlaufen. Ich mag auch diese ganze Sache so von wegen ja, Weltraum und Raumschiffe und sowas, wenn das echt gut aufgezogen wurde, so richtig mit, was heißt gut aufgezogen, so richtig mit Interaktionsmöglichkeiten, dass man halt wirklich schlafen gehen kann und ein bisschen was trinken kann. Das bringt an sich nichts, muss es nicht unbedingt, aber es ist cool, wenn man sowas überhaupt machen kann. So eine ganz interessante Geschichte wäre das, also auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber so im Weltraum und dann halt durchlaufen und sowas. Ah, das wäre schon ganz lustig. Oha. Ja, wir befinden uns jetzt wieder draußen. Wir haben es geschafft. Und schieben mal den Marker so ein bisschen schon mal raus. Und gehen mal hinterher. Okay. Das war auf jeden Fall dieses dicke, große Vieh. Ausgrabungsstätte. Was? Nee, ja. Versiegelt, was? Achtung, auf Befehl von Captain Missaris, denke ich mal, ja. Versiegelt, okay. Ja, man sieht es ja, wie versiegelt das hier ist. Ich gehe mal ganz langsam nach vorne. Und arbeite mich einfach mal nach vorne halt. So, mal schauen. Hier sind aber auf jeden Fall irgendwo Felsen. Und da hinten ist... Wow. Da ist ein kleiner Brocken von dem Planeten. Und ich denke mal, da hinten ist das Loch. Ja, hier ist es noch nicht. Hier ist einfach nur so ein Abhang. Was? Was, 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 was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wo kommen die denn hier hin? Alter, was geht denn hier ab?
ich habe doch nichts gemacht. Ich stand doch hier vorne nur. Was haben wir denn da? Oder wen haben wir da? Guten Tag. Und tschüss. Okay, aber großartig einsammeln gibt's. Alter, was denn? Ich glaube, wir sollten uns langsam mal fortbewegen. Ja. Geh mal auf die andere. Ja, ich hab's schon gesehen. Oh, ich bin traurig. Das hört sich wirklich jedes Mal so an. Als würden die traurig sein. Was? Ist er gerade gegen den Marker gelatscht? Hat sich so angehört. Ich glaube, wir sollen den Marker jetzt vorwärts bewegen. Ja, da kommen wieder Gegner. Weil da ist noch einer. Gerade durch den Lüftungsschacht gekrochen. Na komm. Ist er tot? Anscheinend. Was ist das? Aktiviere mal. Man sieht schon den Sockel, der sieht nämlich genauso aus wie der Marker. Also ich denke, die haben den da einfach abgeschnitten oder so. Wow! Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Wir sind wieder ganz, Isaac. Wir sind ganz. Notfall. Pio-orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Hehe. Sofort in Sektorräumen. Hehe. Ja, ja, wir sind wieder ganz. Was? Wir sind wieder vereint. Die Halterungen haben sich gelöst und da oben kommt ein bisschen was Kleines runter. ja, wir sollten den Sektor auf jeden Fall räumen. Aber ich gehe jetzt mal ganz kurz noch, ne? Ich bin ja lebensmüde und deswegen sammle ich hier erstmal alles wieder ein. Um ein paar Credits zu sparen, weißt du? Wir sind ja hier knapp bei Kasse mit 163.000. Ja gut, dann räume ich mal den Sektor. Da hinten können wir, glaube ich, nicht mehr lang, ne? Ne, ist alles dicht. Wir sollten uns beeilen. Die Kontaminationszyklus aktiviert. Gut, dann machen wir mal sauber. Fertig? Können wir jetzt hier... Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Letztendlich läuft es doch auf dieses andere kleine Ding hinaus. So ein kleines Ding.
Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, man könnte sich nochmal das Video ganz am Anfang, das war ja das Video von ganz am Anfang, ja, wo wir halt ja begonnen sind und nach der Ishimura geflogen sind. Da hat Isaac das anscheinend nicht bis zum Ende geschaut. Da sah es so aus, als wäre Nicole, nach meiner Auffassung sah das so aus, als wäre Nicole schwanger oder so. Und ja, wenn man sich das bis zum Ende anschaut, dann meint sie nicht mit kleines Ding so von wegen, ha, ich habe ein kleines Ding im Bauch, sondern, naja, das kleine Ding ist dann die Spritze, die Todesspritze sozusagen. Sie hat sich, naja, getötet, um nicht irgendwie verwandelt zu werden, denke ich. Tja. Und wir wurden ausgenutzt von einer Halluzination, hervorgerufen von dem Marker. Und wir sind definitiv irgendwie so ein bisschen gaga. Und wir müssen ja ganz schnell weg. Der Felsen kommt nämlich immer noch runter.